So, jetzt hört ihr uns. Hallo und herzlich willkommen. Hier. Was geht, Juli? Jonas, kannst du fix mal alle Setups auf die richtige Regel bringen? Die GameCube habe ich alle. Ja, die Viewers hatten wir schon. Also habt ihr die andere mit GameCube auch gemacht? Also die hat gespielt, also die andere hat die gespielt. Also nicht, ist natürlich die andere Kanal. Ja, die andere habe ich gemacht. Ja, unsere Waffe, die alles eingestellt wird, dass wir sehen können. Ja, ist okay. Wir haben noch nicht gesagt, weil ich spiele noch ein paar Ramboy. Alles frisch bei dir. Was geht denn da ab? Hi Heide. Na? Bist du schon in der Bahn oder wie? Oder im Flixbus, je nachdem. Ist der Bracket ready? Kannst du den Bracket machen? Konzi, ich kann's ja mal Heide begrüßen. Hallo Heide. Kannst du den Bracket aufmachen? Ja. Okay, pausiert eure Matches. Matches sind pausiert. Leo? That means pause your games. Okay. First round. Ophis gegen Animal Rights. Razarian gegen Juggle. Marley gegen Ace und Third Banana on Stream. Oh shit. Yes. Runde 1. Immer. Immer. Runde 2. Immer. Best of 5. Wieso wir? Immer. Ja, weil wir müssen. Weil das CD funktioniert. Wenn du nicht willst, dann musst du Upsets machen. Mehr Upsets. So, wie ist das spannend? Die Gamecubes sind alle in Ordnung. Okay. Yeah.
Ja, das ist ein Filter.
Hallo, Heide! Ist Mikro an? Ja. Ja, hier natürlich eine Situation. Sieht ja ganz schön gut aus für Bananos Marmelados. Ja, steht aber 1-0. Aber da steht 1-0 für Third. Ja. Aber jetzt sieht es ja gut aus für Samus. Ja. Also dann wird es an sein. Das ist ja ein Ding. So funktioniert es. Also, ja? Ja. Ich dachte, man muss. Warte mal, da sind drei Stocks, aber hier sind. Ja, du hast manchmal Fehler. Das ist echt weird. Ey, das Ding desinkt immer, ne? Ja, das desinkt manchmal. Vielleicht. Hallo, Heide! Wann fahrt ihr morgen zu dem Gerät? Fahren heute, oder? Ach, die fahren heute? Heute schon da, oder? Und wann fährst du? Ich? Ja. Morgen so 2.30 Uhr oder so. Okay, mit Zug oder was? Ja. Deutsche Bahn? Ja. Ist aber teuer? 15 Euro kostet. Ah, okay. Hast du früh genug gebucht, oder was? Ja, glaub schon, weiß nicht. Also, ja, ich mich auch. Ich fahr Bus einfach, so wie damals. Nice. Richtig funny. Ich hab halt erst am Dienstag gebucht. Okay, ja. Oder wie teuer war für dich? Ich hab 14 Euro oder so. Ja. Aber ja, halt Bus. Aber wir brauchten nur 3 Stunden. Ja. Deswegen, das Bahn dauert ja 3 oder so. Ja, 2 Stunden. Ich bin jetzt halt vorher so irgendwie quasi mit Mickey essen. Oder so Kaffee. Ja, nice. Okay. Direkt vor ich. Ja, bevor ich losgehe. Ein bisschen weird, glaube ich. Ich muss jetzt die Regeln, wie ich morgen ohne Fahrrad zur Arbeit komme. Ah, okay. Sonst müsste ich mein Fahrrad auch arbeiten. Also das ist ein bisschen scheiße. Du musst halt in 45 fahren, bis zur Ruhrallee und dann. Oder ich fahre Ringbahn bis Beuselstraße und dann laufe ich das aber auch kacke. Ich überlege, ob ich halt legit einfach Fahrrad fahre und mein Rad dann einfach über das Wochenende auf Arbeit lasse. Ja, das ist ja auf dem Gelände auch eigentlich. Also, das ist sicherer als irgendwo anders eigentlich. Komm, mach das. Dann bist du in Hamburg. Hamburg? Ich meine, das klaut ja irgendjemand. Ey, ist ein neues Rad. Ach, ist ein neues? Ja, also es ist immer noch ein altes, aber. Okay. Ich habe vom Vater meiner Kolleginnen habe ich ein Rad für 50 Euro abgekauft. Das ist besser als das alte, aber ich bin immer noch der langsamste Motherfucker auf der Straße. Außer wenn ich von Kopf angefahren aufgehalten habe. Ja, wenn du schneller gefahren wärst, hätten wir die gar nicht hierher gekommen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin halt nicht mal wirklich gefahren. Ja, so viel klar. Es ist aber ein Safety Hazard. Wie scheiß wohl. Safety Hazard? Sie haben heute wirklich Großes geleistet. Sie haben die Waren dabei her verdienen lassen. Kommst du in Safety Hazard? Das ist mein Name. In NRW macht ihr für Safety Hazard. Ja. Schwerer Regner. Ist einfach mit Handy am. In der Hand? Mit dem Fahrrad. Weil ich überall rumfahren, da ist es schwer. Was musst du jetzt sagen?
Knappes Ding. Oh! Okay. Boah, genauso wie bei Pasek. Gegen den Lille Frosig. Der
da spielt? Gegen Müll. Wer? Gegen Kusi. Gegen Kusi? Praxi muss spielen. Das gegen den Jugo-Master. I wish I could play Jugo. Jugo. He's playing a Juggle Master. Juggle Master. Aber ist doch Juggle Guy. So weird. Juggle Guy. Das ist eine andere Frage. Also ich muss hier erstmal. Der Fridge ist gestoppt, by the way. Vielleicht. Jugo Master! Ja. Was? Maybe it's actually everywhere, yeah. Wir haben, glaube ich, noch nie gespielt. Das stimmt. In Tandem, meine ich. Das stimmt auch. Ja. Das stimmt nicht. Doch, jetzt, wo du es sagst, Double Vorstand, ich werde dein Real Super Master. Gegen Konzi. Ich bin Winner von NRW-Mann und so. Okay. Nice, das ist so.
Finale oder elf. Ja, okay, das wäre auf der Seite nicht weg. Du kannst mit der Reserve in der Seite vom Kopf gehören. Naja, nice Edgar am Ende nicht. So wie mehr habe ich gar nicht gesehen. Also weißt du, wo irgendwie. Nur so von Daily. Hast du heute noch Zeit? Oh. Ja, klar, habe ich sie noch nicht so gesehen. Von da kann ich auch immer, selbst wenn ich sage, ach, dann kriege ich halt schon hochgehen dann schon auf die Stage, aber ich keinen Job mehr. Bitte. Da hast du, glaube ich, gar noch einen Job und hast du einen Steak. Ja, Grindr. Kannst gleich auch einen Stream spielen. Das ist ein Grinding to a halt. Ey. Ey. Ey, was geht? Bock auf Cruise, Digga? Ja, Ultimate in Hamburg, ja. Hamburg. Hamburg. Jonas, kommst du da? Ja. Spielst du mit? Ich spiele mit, ja. Ach, das stimmt, das ist ja. Ich hab's bei nicht gesehen. Ich hab's bei nicht gesehen. Ich bin auf 34 die Konferenz. Ich bin aus den Pools. Ja. Nee, dann bin ich automatisch auf dem Pools. Genau. Let's go. Ja, jetzt King ist ja auch raus, ne? Voll scheiße. Mali, wie hast du ihn gespielt? Ja, das sehe ich. Let's fucking go. Wie geil ist das, Dude? Wer ist im Chat? Sag mal, wer im Chat ist. Hallo, Chat. Are you having a wonderful day, Chat? Let's go, Snö. Danke, Ramboy. Geldmann Action. Kannst ja auch einen Stuhl. Und Heide, vielleicht auch noch da, wer weiß. Ist Heide Mod oder was ist das heißt? Was heißt das VIP? VIP. Heide VIP. Gott, den ich aktualisiert bin. Ja. Der nimmt sich einen Fox. Oh, Falco. Ja, er hat heute Falco gespielt heute. Und beim Trainings. Ja, für das Feuerwerk. Let's go. Das ist ein Schatz. Gegen die besten Eisklimmers blieben. Heide ist wieder da. Heide ist wieder da. Da ist sie heute. Der Witz geil. Ja, Ramboy auch. Respekt an euch beide, Shoutouts. Danke fürs Erscheinen im Chat. Ihr seid die Coolsten. Im Bus, also unregelmäßig. Gute Fahrt. Kommt gut an. Nach Hamburg geht's, ne? Ja. Geil. Aber dann sieht man sich ja, Alter. Das ist ja wirklich halt Berlin. Selbst Heide kommt mit. Ja, voll geil. Vor allem so viele sind deconfirmed, das ist eigentlich wirklich schon richtig viele Berliner. Kein Berliner hat sich deconfirmed aus der Juggle. Juggle hat sich deconfirmed? Ja, hat ja irgendwo einen Termin. Ah, scheiße. Okay. Heide ist First Seed, oder? In Hamburg? Heide ist First Seed, ja. Heide ist First Seed. Digga, wer ist dieser Parsec? Parsec ist First Seed, oder? Ist nicht Jan? Ist nicht Niki? Okay. Macht Niki mit? Keine Ahnung. Also, okay, ich glaube, ich habe den bei Tandys gesehen, aber ich habe ihn gesehen. Voll komisch. In Pools habe ich ihn nicht gesehen. Ist denn nicht Pool 1 der erste Seed sein? Ja, kannst du mir gucken, wie ich das weiß. Selbst Heide. Ja, sorry. Oh no. Du bist kein Spieler. I don't know. Bist du... Ja, es geht ja um die Community. Das ist die Kommentatorin. So oder so, selbst wenn ich selbstzeitig gesagt habe, ich bin sehr froh, dass du dabei bist. Immer schön. Oh. Heide ist die neue Ludwig. Ja, man ruft sie mal recht, ne? Neue Ludwig? Spielt ja auch nie, oder was? Nee, der ist auch immer Kommentator im Pools. Das ist ein Sticker von King Shima, genau. Ich habe noch einige andere gesehen, auf Twitter, also ich habe jeden Tag immer einen weiteren. Voll krass. Aber ja, ich habe keine Übersicht gerade, wer noch die Twitter hat. Mir fallen nur die beiden ein. Das ist manchmal so weird hier. Ja, natürlich bist du Teil der Community, oder? So oft wie du hier bist und im Chat. Selbstverständlich. Mani fühlt sich voll gut, sorry. Ich will mal über das Spiel reden. Wir sehen hier so ein richtig sickes Melee Nana Tortin erstmal in Geldmanns Face. Mali hat Geldmann richtig gut Haus, ne? Oh, ja, er ist geduldig genug. Wir brauchen als Eisclimbers zu spielen. Oh. Er hat aber sehr gut nicht overextended. Er hat genau so weit gesprungen, dass er noch auf der Stage landet. Oh, geschnickst. Geschwommen. God damn. Ein Nailbite. Jawohl. Das möchte ich. Forsten Falken von der Stage. Der Edgeguard landet nicht so perfekt. Kriegt den Grab. End of S-Mash. Oh! Der Fan Chalk aus dem Nichts tötet auch seinen eigenen Nana dabei, weil Nana dumm liegt.
Ja, da hat Falco den Free Edge. Oh, schöner Tank. Mali reagiert schneller und kriegt dafür den Tank Chase. Oh! Da muss der. Was passiert? Lass das fest. Sehr spannend. Aber keine Prozente. Ja, das ist gerade weird so bei dem. Jawohl. Sie muss ja nutzen, oder? Oh! Das ist gerade zu heiß. Ich fand die 50, aber das ist zu heiß, da kommt schon her. Beide, das ist hier, beide wollen nicht den einen bösen Hit bekommen. Oh! Oh, das war. Man springt in die falsche Richtung. Der schwarze Gürtel? Dann musst du hast noch einen Ball. Ich habe einen Juggle. 3-0 gemacht. Jawoll, gegen. Dann musst du gegen den dritten. Jan, waren wir offstage spielen? Offstage? Jan, wollen wir offstage? Ja, oder ist der Messing halt durch? F4, das ist Game 2 jetzt. Ja, dann lass noch. Jan, wollen wir offstage gehen? Mach das mal, Jan, ich glaube, du hast einen Vorteil. Offstage. Das wäre geil, so ein Mode, wo man so in der Luft startet so voneinander und es geht nur so um Free Flow. Aber man darf keine Floaties spielen. Ja. Aber so eine Map, die ist leer und es geht, du startest so mit so einem Trajectory nach innen. Also du triffst dich so in der Mitte. Okay, aber dann gibt es irgendwie. Nein, du spielst nur in der Luft und der Erste, der stirbt, stirbt. Und du startest mit 80%. Hm? 1-0 erst und schon. Das ist einfach, so. FD ist nicht da und du startest. Du musst gegen FD spielen. Du startest auf 5. Oder musst du so noch wherever you are. Name geht. Let's go. Du hast ja dein erstes Game gewonnen, oder? Gegen den Nord. Game 1 gewonnen, dann habe ich 2 Games gewonnen, dann ist ja auf Falco geswitcht und das darf man gegen mich nicht machen. Okay, dann. Ja. Ihr hört hier first, wir haben einfach keine guten Falcos und deswegen gewinne ich. Keinen guten Falcos? Das ist so. Also, das ist ja kein Falco. Ja, wenn jetzt so einer unserer Legenden einfach Falco pickt, das macht ihn ja nicht zum Falco, ne? Ne, der war schon immer Dual Main. Das stimmt. Zieht aber an, dass Geld junges Vorbild ist zum Eingang. Viele wussten das nicht. Deswegen hat der Junge einen Namen, weil es ist ein Kind. Nee, der ist ja erwachsen, deswegen Geldmann. Ja, aber Mango ist jetzt auch erwachsen. Der ist jetzt rein technisch. Oh mein Gott, go off stage! No! Stay off stage! Die Prozente sind wieder. I will wobble you! Oh, look at these handovers! Grab the character. Ja, ist irgendwie gerade wieder weg mit den Prozenten. Is your favorite move the grab? I have a character for you, or better, two. Alter. Look at Mali also ice cold. Wenn er spielt, keine Emotionen. Einfach Spice Talk, oder? Die Emotionen gehen in die Buttons. Oh, Nana, Ficky! Jawohl! Oh no, off stage. Oh, get up attack, save some. Let's go, buddy! Yeah. Oh my god. What's happening? Oh my god, runter getiltet. 69%. Thank you.
Gegen Winner von Opus Ace. Für dich, ne? Ja, definitiv. Ey, du hast ein paar große Dinger gedroppt, leider. Junge, so ein Müll ist ja gespielt. Was ist? Ja, leider schon. Ich war wirklich, ich war so, ey, keine Ahnung, ich spiele heute schon nicht so clean. Ich glaube, heute holt er mich. Hast du so kacke gespielt. Das ist das Falsche. Ja, wenn der Maxi
Die spielen nicht, weil die schon gespielt haben, leider. Was? Haben die schon gespielt? Nee, die haben nicht. Nee, wieso spielen konntest du den Jan nicht? Achso, ja, wir haben auf Stream gespielt, weil wir nicht so lange warten wollten. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass Jan mich on Stream ballert. Nein. Halt wirklich. Manchmal kriegt man uns immer mal Power. Also, das wird interessant, weil Ali hat gerade Geld Junge 3-1 geholt. Wow! Ja. Holy shit! Zweimal an Yoshis geholt. Mali hat gerade Geld Junge gemacht. Ballert. Mali. Mali. Nicht Mali. Wahnsinn. Und zweimal an Yoshis. Erst Game hat. Aber das ist okay, ja. Ja, perfekt. Also. Aber ich glaube, dass, also das, ich habe das ein bisschen in Friendlies gesehen. Und das ist kein so guter Look für Mali. Ja, ist halt. Das, dieses Matchup. Ja, Fox, scheiße. Und Maxi ist, glaube ich, echt gut gegen. Also zumindest gegen in dem Mali-Matchup ist er saugen. Oh, shit! Das ist halt Box-Fox einfach. Ja, das ist safe. Ich weiß nicht, man kann Maxi gut auf Guard catchen, indem man zwischendurch ein bisschen Box landet. Oh! Er macht so sicke Sachen aber gegen Eis. Oh! Er hat Prozente was bekommen. Was? Maxi hat hier was Prozente bekommen. Er hat Prozente bekommen. Das ist so richtig so Hex gegen Nintendo-Feeling irgendwie. Also dass Mali hoffentlich kein wahnsinniger... Oh! Ah! Da kann man nichts machen. Oh, werden das gleich nie gestopft? Ich kann schöner Gemüse. Schöner Gemüse. Ja, du musst, dafür machst du am Wochenende. Du bist immer, das wäre so wahnsinnig. Das ist Berlin-Sache. Deine Schwachstelle ist diese Stadt. Oder unsere Stärke. Team Jasmin ist stark in Berlin. Jenny Prenzlberg, kommst du die Charlottenburg? NRW mal Berlin? Gegen wen muss ich? Muss warten. Ich muss glaube ich noch warten, ja. Oh, Projectory gegen Geldmann. Wenn die gegen Javi, na gut. Wenn spiele ich, wenn ich. Also die spielen noch, ach, ne, Male. Okay. Also gegen Lisa von wenn den wenn du Geldmann besiegst, spielen wir nochmal drin. Gegen den Lisa von den wenn ich Geldmann besiege. Oh. Warte, ach nee, nee, Mali ist Projected. Ne? Ja. Der spielt ja gar nicht. Dafür muss ich Geldmann besiegen. Dafür muss ich Bruce besiegen, aber habe ich schon mal geschafft. Helmut ist ja schon Idiot. Ja, der hat ja. Der ist hier bei Animal Rights, weil er hier verloren hat. Ich muss eigentlich das ist halt aber hast du mal Geld gewonnen? Ich hab noch nie gewonnen. Ein paar Games geholt. Der Typ ist krass. Hast du Mr. Was hab ich? Dennis. Er hat 1000 Namen. Dennis. Einmal in Nürnberg. Was? Einmal. Online oder? Nee, in Nürnberg. Nürnberg. Da wo dein Bit richtig run war, ne? Ja, ja, Nürnberg. In Bracket, ne? Ein Stock von Grund hat es gegen Chima. In Bracket, ja, ja. In, 3-2? 3-1. Aber letzte Woche habe ich ihn ganz wieder verloren. In drei, oder? Ja, aber gegen Pasek richtig klar. Das war so schade. Da hättest du wirklich Top 3 gehen können. Ja, ja, ja. Wenn du gegen ihn gewonnen hättest. Ja, hier, aber in Nürnberg hat Top 3 werden können, wenn du schon 1 Top gegen Shiba gewählt hast. Top 3 von 44, nicht Top 3 von 12. Oder 11 oder 10 Jahren. Das war bitter. Vorhin war schon wieder ein Reverse-View. Das wäre jetzt was gewesen, wie gegen
Stefan. Gewinner von Animal Rights und Gateman. Oh shit! Achso, gut. Ich dachte, du hast Gateman. Ey, vielleicht! Gateman ist ein bisschen washed, wenn ich das so sagen kann. Seid ihr erwachsen geworden? Das ist halt erwachsen geworden. Seitdem er die zwei. Das Alter. Ja, deswegen ist er Geldmann. Seitdem ist er Geldmann. Er ist gealtert wie so frische Sahne. Seitdem er die zwei Arcadians gewonnen hat, ist er auch hochmäßig geworden. Yeah. Ja. Hier, was? Balak? Hey, ich hab noch. Got him. Was das denn, Mark? Wollte ich mal sagen, dass ich mit der Kalle. Was? Let's go, Molly. Oh. Commentator's curse. Let's go, Maxi. Team Rocket. Und dann, wenn der Star-K.O. kommt, sagen sie, böse Voice. Aber so literally Star-K.O., weißt du? Aber wäre das nicht, also, das wird schon ein Stein werden. Also Chibi. Oh Gott. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. Hep. Hep. Maxi spielt so richtig wie das. Oh. Wird gesagt, Maxi. And. Oh, I thought he was gonna shine. Der Combo-Counter zählt übrigens die Blaster Damage yes. mit, ne? Der Combo-Counter zählt Blaster Damage mit. Keine Ahnung. Ah! Weil der gerade 3 Hit mit der Abwehr. Zwei Hit mit der Abwehr. Wir sind 4 Hit, während alle in der Blaster war. In der Nummer. Ich weiß jetzt nicht, wie neu denkst du funktioniert. So ja, ja, aber der ja. zählt auf jeden Fall mit. Also, muss man da achten, nächstes Mal. Geil. Nee, der ist auch ein Kombo. Ja. Jetzt kommen wir doch. Das ist ein Kombo. Das ist ein Kombo-Tool. Blaster und natürlich. Das ist gut für Dark. Box von Dark ist warm für Dark. Nee, irgendwann mal habe ich es, glaube ich, geändert. Das ist echt komisch manchmal. Und wo ist das? Weil ich benutze ja diese Kombometer von Flippy, die eingebaut sind. Ich kann mir nicht die Kategorien. Ich kann mir nicht die Wave. Maxi ist ein Mysterium. Oh, got it. No, I just don't want to. I hate the whole tilt system. I've talked to Anyone for a long time. The Z jump is nice, but I really just want a button like that. Ich spiele. You have like a modified controller. Like, jump with R? You no, know, you jump with the middle, okay? Like, why do I have to do everything? I know, that's what I mean. I like it. But even better would be if, you know those PlayStation and Xbox controllers that have like the keys down here? The triggers. Yeah. The triggers Yeah. I think that only works for people with gigantic hands. Yeah. I mean, what do you mean? All I think is like a lot. Oh, shit. They say it's like a lot of hands. They'd be grabbing big things. Yeah. No, they like big controllers. They prefer their arms and hands on the side. Darf ich dir da Ergebnisse sagen, oder? Ja, klar.
Okay. Wie hast du gespielt? 3-0? Ja, genau. Dann musst du gegen Zagreb raus. Wer
werde morgen wahrscheinlich erstmal nur Freeplay spielen, um auch aufzuwärmen. Weil Leute am Reden. Aber Ewigkeit liegen. Wenn er rein mal mit Heide reden. Mal mit Heide reden. Ja, Dennis wollte wahrscheinlich gerade mit Bart hier auf. Ja? Irgendwie die Nummer. Kann sein. Die ganzen Alt-Kiddies, Ultimate-Kiddies. Also Sommer wird wahrscheinlich erst da. Kann ich mal das Bracket sehen? Also mal gucken, ob die mir halt gut sind oder so. Weil das ist ja ziemlich viel haben wir gespielt und so. Mal gucken, ob die... Ich weiß auf jeden Fall Ping. Ping? Ping? Achso, okay. Ich glaube, die gehen wir auch. Ja. Also werde ich zum Nacht, ja? Ja. Aber richtig viele Berliner sind ja dabei. Also, das wäre so richtig weird, wenn dann noch alle Top 1 Berliner sind. Alter, das sieht ja richtig geil aus. Das ist ein goldenes Schild.
Ist das veganes Chili? Das ist der erste Kleidung dazu? Das ist schwarze Bohnen. Das passt danach, oder? Das ist nur Reis. Das ist nur Reis. Ah, okay. Das ist ein bisschen noch zu Nacht. Ah, ja. Natürlich, das ist wirklich nur vegan. Ja. Ja, ich finde es ein paar Sachen, die man so sagt und dann davon ausgehen muss, dass du halt genau das gleiche nicht so essen kannst. Die Pizza zum Beispiel finde ich hart. Ich finde gute vegan, aber so ist halt nicht das gleiche. Und das kann man halt voll einfach finden. Ja, du musst halt. Ja, wenn du halt erwartest, dass du nicht mehr kaputt bist. Ja, das ist halt eine neue Umstellung. Ne? Das bedeutet halt, dass du halt die Sachen machst, die halt Sinn ergeben. Ja, das heißt, du musst auch. Aber, ja, Tinder sind immer vegan. Ey, ja, dann die zweite Rezept. Ja, war, okay. Neue Rivalry? Wen das hast du jetzt noch mit jemandem zu tun im Zimmer? Das ist aber alleine drin. Ja, das war das voll. War das ein einfach ein Zimmer? Ja. Oder? Auch ein Selbstwohner. Da haben die ja gesagt, die nehmen die Flüchtlinge auf und dann war ich okay. Dann gehe ich ja zu Max, ich keine Ahnung. Ja, also wenn du nicht,
Englisch-Muttersprachler-Ding. Da waren alle halt so gut, dass das halt quasi nur ein geregelt hat. Bis zur letzten Klausur da habe ich dann 8 Punkte bekommen, weil ich wusste, wie man Gedichte analysiert. Ich wurde wie. Ja, ist also es, aber andererseits ist es auch so, die Schule jetzt im Nachhinein, was ich in NRW habe ich erfahren. Ich habe ja nichts damit, ne? Und da ist es, habe ich echt gleich gemacht. Und wenn da war es dann so, du kannst einfach ein bisschen lernen und dann schaffst du es nicht. Ja. Das kann mir keiner erzählen, dass es jetzt ungerecht ist oder so. Was die Schule verändert. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben noch Probleme. Die haben nicht Struggle. Weil es gab auch nicht. Klar, aber das liegt daran, dass du einen Struggle hast mit diesem System des Lernens. Das liegt nicht daran, dass du nicht Gedichte analysieren könntest, sondern es liegt daran, was in der Schule von dir verlangt wird, diese Disziplin. Das ist so ein bisschen so mitmachen, überlegen. Das funktioniert aber auch nicht mehr. Das ist in der Schule nicht das, was dich weit bringt. Logisches Denken, weiterbringen oder überhaupt lernen, finde ich. Ich muss halt in der Lage sein, die Prüfungsrahmen zu triggern und zu sagen: Hallo, ich muss meine Klausur, ich habe eine Versuche. Du musst es doch alles ein bisschen Blick haben, das ist eigentlich ein großes Orga-Contest. Und das ist ja auch genau was für den Job, den du genau, hast. Genau, richtig. Das ist leider das, was du können musst. So, niemand braucht dich, wenn du einfach nur sein Problem stellen kannst, aber halt nur unzuverlässig bist. So. Die logischen Denker sind bei mir auf Arbeit, die haben diese CTA-Ausbildung gemacht und gehen jedem auf den Sack. Genau. Wow, das ist sehr schön, dass du verstehst, wie man das macht, aber das ist wieder scheißegal. Ja, danke. Ich gehe hier hin, wo ich bin. Die Leute, die so Akademiker sind und so cool sind, die sind so, okay, das ist ja schön und gut, aber... Und wir stellen lieber jemanden ein, der 3 Tage im Jahr weniger krank ist. Also es gleicht das aus. Ich weiß nicht, wie das ist. Es gibt 2 oder gibt es 2? 2 Mann. 2 Mann? Wow, ich gehe echt schnell. Schau! Rest ist auf dem Tisch. Oh, was? Ja. Aber Last Stock, Geld, man. Oh mein Gott, ja, Last Stock. Don't take the prize money from the money man. Oh! Jetzt kommt. Er wird erst hart. Er ist ein Kommentar. So, jetzt kommt ein Vertrauen. Ja. Aber das ist nicht. Nee, das ist Alex im Vorfeld. Das ist nicht okay. Oh! Ich brauch den Ball. Jawoll! Alex, der andere Jan. Was ist Jan? Jan ist Jan Mind oder Bodyplayer? Aber er ist kein Hardplayer. Ich glaube, das ist nicht der Bodyplayer. Ja, ich habe auch nicht ganz verstanden, was das ist, aber ich kann es nicht. Nein, meiner Meinung nach, erster Test, Max ist ein krasser Bodyplayer. Der macht der Max. Ja. Und der chillt und der ist so, okay, was macht der heute in die Jürgen und so, ne? Der ist so sehr gedacht. Oh, ich zum Beispiel schwinge immer mein Kapital in die Richtung, wie das als wäre er ein Projektil. Ja. Genau. Und Minecraft ist auch ein bisschen Mind dabei, wenn ich so bin, so ein bisschen auch. Vielleicht doch ihn. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen, als wäre so, haha, Hardplayer sind die so dumm oder so. Und ich sage, so, sorry, aber so, ich denke ja auch nach. Ich spüre halt nur ihn. Aus dem Herzen, weil so, ich spüre doch diese Attacke. Ja, das ist auch okay. Ja, wir werden super. Ich habe auch. Ich würde auch sagen, Dennis 100% hart, meiner Meinung nach, aber die haben dann so viel. Nee, Dennis. Das ist mir gezeigt, dass ich nicht gesehen habe und meinte, ja, erst Body oder Mind. Und ich glaube, das ist legitim. Das ist wie so mit dem Harry Potter-Haus, wo dann alle sagen, nee, ich bin Gryffindor, weil sie denken, sie wollen, weil sie cool sein wollen. Das ist wirklich auch so. Ja, aber du bist ein bisschen hart. Dennis ist cool, das ist nur der größte Hart. Zum Beispiel! Aber das ist auch tatsächlich was anderes. Ich glaube, Dennis ist deshalb manchmal Mind, weil Dennis, der redet so darüber, nach was er so gegrindet hat. Der übt so kommt zu Hause und dann will er die anwenden. Das hat zum Beispiel noch nie gehört. Aber zu mir fair, das kann er doch nicht so gut, wenn er einfach mal. Das ist ja egal, darum geht es ja nicht. Es geht darum, was ist so tief drin. Aber zum Beispiel Jojo, da fragt man sich nicht, ob das vielleicht ein Hardware ist. Das ist eben auf die Idee, würde keiner kommen. Das ist einfach so ein kleiner Whisper. Das ist Body, ne? Und mein, ja, ehrlich gesagt. Nee. Also doch, weil er. Ich würde sagen, mein geht es so. Für mich ist Body Lashmash trainieren. Mein geht es, dass ich beim Patent merke, in welche Richtung der andere die rein darf. Ich hätte tatsächlich mein gesagt, wäre jemand, der sich so sehr hart Habits einspielt. Nee, Habits sind nicht mehr hart. Jemand, der so Habits sucht. Aber
Erstmal klippen. Ein Makelek hier? Let's go, Makelek. Und Anna Panico, let's go! Anna Panico, sorry. Let's fucking go! Dennis, denk dir schön. Hallo, Leute. Ey, Shoutouts, alles hier, Mann. Was geht? Ich hab den Geldmann besiegt. Zum ersten Mal in meinem Leben. Wenn mir ein Set gefunden wurde, Harry Potter-Häuser gehört hat. Mir geht's legitim darum, dass ich als Hardplayer versuche, nicht halt eben die Habits nur von meinem Gegner zu lesen, sondern halt auch in seinen Kopf einzukriegen. Ah, okay. Weißt du, das Schluss, geht auch ein bisschen darum, dass ich halt, dass er mein Feuer mitspürt. Ja, dass er mein Herz spürt. Ja. Und dass er dann deswegen halt auch ein bisschen crumbled, weil er merkt, dass ich gerade die Eier, da wissen die Hosen anhabe. Glaubst du, dass dieses System so im Dreieck funktioniert, wie in der Documentary, wo es so ist, der schlägt den, der schlägt den, der schlägt den im Dreieck? Nee. Ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, alles hat seine... Seine Daseinsberechnung, aber ich glaube, einige von den Blasen sind größer, weil sie mehr wert sind. Ich glaube so, Body ist extrem broken. Das stimmt. Das ist halt Body immer, ist je nachdem, auf welchen Charakter das ist. Nee, aber ich würde sagen, Body generell ist sehr broken. Body ist schon gut. Wenn du so Wizard bist und du bist Body, es gibt auch so, gibt's so gecrackte Masken. Dein Körper war breaking. Er hat's predicted. Mann. Listening. Heide, cool, dass du im Chat bist. Wie sieht der Bracket aus? Would be even cooler, wenn du hier wärst. Ja, Heide ist leider in Hamburg oder auf dem Weg nach Hamburg oder so. Oh, zu Arcadia? Ja. Oh, nein. Und du bist nicht dort. Und ich bin nicht da. Oh, sad. We could have been hanging out the whole weekend. Wie sehr kann man was verkacken? Schon stark von dir. Das stimmt. Wirklich null von null Major, also größere Turniere, auf die ich jemals gekommen bin. Naja. Also hier ist meine Theorie mit dem Mind abschießen. Ja. Herzspieler hören auf ihr Herz, ist ja klar. Ja. Die fühlen, was der nächste Move ist. Und als Herzspieler wirst du besser, indem du einfach spielst, glaube ich. Das ist so Nan, der einfach Spiele grindet. Ich bin tatsächlich Nan ist ein extremer Mindplayer. Mindplayer. Weil er extrem big brain ist. S2J ist ein Hardplayer. Ja, okay. Deswegen, nee, ich finde tatsächlich, es gibt das perfekte Falcon Triangle sogar. Ja. Wizrobe ist Body, S2J ist Hard und Nan ist für mich 100% Mind. Weil er eben, wenn du glaubst, dass er so ist, weil er das so sich so zurechtlegt. Meine Vorstellung ist halt, dass Mind-Spieler sich das zurechtlegen. Dass sie so sind, so okay, wenn ich eliminiere Optionen. Weißt du, solche Leute. Aber das macht Nan tatsächlich zum Beispiel auch. Okay. Er ist ein sehr, sehr starker so Option-Coverager, aber er macht das halt auf eine funky Art. Und ich mag das irgendwie nicht, zu so behaupten, dass Hard aus irgendeinem Grund bedeutet, dass man jetzt flashy spielt. Okay, das heißt nicht für dich? Ich finde, ja, also das ist so, die sind cool, aber dumm, deswegen sind sie hard, aber es ist so, okay. Nein, darum geht's doch nicht. Jetzt ich will nicht mal flashy. Chic Downthrow Tech Chase, der zum Kill führt, ja. Einfach so ein langes Ding und dann bist du tot. Ja. Das ist doch eine Body-Geschichte. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage, ist für dich zum Beispiel auch, was ist denn für dich eine Mind-Combo, eine typische Mind-Combo? Eine Mind-Combo? Oh, sorry. Ja. Eine Mind-Combo für mich wäre, ein Pattern im Kopf haben und... Die Takes sind so schlecht. Hardplayer muss man tun, was man fühlt. Als Hardplayer kannst du nicht das machen, was du dein Herz will. Du bist quasi deinem Herzen. Man muss als Hardplayer auch mal machen, was man tun muss, nicht was man fühlt. Nein, das stimmt. Manchmal auch nicht aufs Herz hören. Ein Hardplayer muss tun, was ein Hardplayer tun muss. Das ist wahr. Okay, nochmal, sorry. Also eine Mind-Combo. Was ist eine krasse Mind-Combo? So ganz viele Reads?
Nee. Also eben nicht so, weil das wäre ja auch irgendwie eine krasse Hard-Kombo. Genau. Ich glaube halt, das ist vielleicht aber auch ein bisschen ein eher Neutral-Konzept als ein Punish-Game-Konzept. Okay, ein Neutral-Konzept. Ah, ich würde sagen, ein Typ, der ganz viel Tech chased, kann auch immer noch ein Hard-Player sein. Nur, wenn er das Neutral halt eben entsprechend spielt. Wenn, was er damit macht, mein Punish-Game wäre so 0% hard, weil ich drop alles. Okay. Ich kann nichts. Das ist interessant. Und dann wäre ich eigentlich mine, finde ich. Ja. Das heißt, ich glaube Folgendes. Du downthrowst und dann gibt es drei Optionen. Der Read ist im Herzen. Das ist der Hard. Der Read ist im Herzen. Der ist nah in der Kante. Wenn ich hier downsmashe, covert das 3 von 4 Optionen, ist der Mind-Player. Okay. Und der Reaction-Tag-Chase ist der Body-Player. Macht das Sinn? Irgendwie schon. Weil er ist so, okay, ich habe die Option, ich reacte einfach. Mir egal. Okay, das macht Sinn. Ich glaube, das kann man ausweiten. Das ist so eine Punish-Game-Philosophie. Genau, es ist so eine. Aber ich glaube, dass das auch fluid ist, so ein bisschen. Manchmal kann man halt Tech-Chasen, auch wenn man. Das, weißt du, Nan ist ja ein gutes Jeder Beispiel. Macht das. Sehr klar. Dann jedes Mal, wenn Nan zu Wizzy-Fan wird, wird er kurz zu einem Body-Spieler. Und natürlich kommst du nicht ohne Body durch, sehr klar. Ne? Und auch nicht ohne Mind. Tatsächlich, wenn du einfach stupid bist. Bond? Ja. Extremer Hartspieler. Natürlich. Aber ich glaube, zum Beispiel sowas wie, was für mich hart ist, ist immer, wenn du jemanden so offensichtlich. Offensichtlich fixst halt. Ich glaube. Safe. Erzähl. Du bist sauer. Ja. Ophis ist sauer. Ich krieg nie meine Gegner. Ja. Du kriegst nie deine Gegner. Ich hatte schon Angst, der CRT spielt auf 59 Jahre. Ich konnte noch nie gegen Mardi offline spielen. Online habe ich zweimal gewonnen, das zählt natürlich. Office, du würdest offline verlieren. Nein. Geh dich damit abfinden, dass du einfach. Du musst einfach nur weit genug im Bracket kommen. Das ist aber nicht. Ja, vorher ja, aber wenn er weit genug im Bracket kommt, dann trifft er irgendwann noch Marley. Oder er hat Marley dann outplaced und kann sagen, ich bin besser als Marley. Ich geht mir auf den Sack, dass irgendeine ISIS über mich gesealt ist und wir nicht einen Winning Record haben. Ja, so ist das. Weil aber es sind ja andauernd Leute über dir gesealt, gegen die du einen Winning Record hast. Das ist halt klar. Es sind ja auch Leute unter dir, die gegen dich einen so Winning Record haben, zum Beispiel. Zum Beispiel. Wow. In der Zukunft. In der nahen Zukunft. Ich habe einmal gewonnen. Online. Ja, das ist long time ago. Als online noch neu war und cool. Da warst du aber gut. Da habe ich gewonnen. Online wie Kehle ist ein anderes Beat. Das ist wirklich so. Nur jetzt auch nicht mehr. I wish. Also wir haben das Problem für immer gelöst. Mein Hard Body ist nach dem Downfall was passiert. Und deswegen ist Dennis für mich ein Hardspieler. So. Ja. Ist das hier Turnier? Mali gegen Samus? Mali gegen Banane Marmelade. Wie geil ist Parsec und Mali als Parsley-Teamname? Mega stolz schon auf mich. Schon ganz gut. Ich finde richtig gut. Es gibt nicht so viele gute Teamnamen hier. Das stimmt. Was ist Alex und Annika? Was soll das sein? Was ist das für ein Scheiß-Team? Ich hasse die. Ich hoffe, sie verlieren. Wir sind Team? Weil ich halt nur die confirmen musste. Ich glaube irgendwie, ja. Ich glaube, Bam! Oh mein Gott, nochmal. Guck mal hier, Annika writes. Oh no. Das klingt auf einmal so ganz komisch. Das klingt so ein bisschen wie eine Sache, die so jemand sagen würde, der gerade was sehr, sehr Rassistisches sagt. Genau, das ist so jemand, der so, Tiere können einen zurücklieben und deswegen ist und deswegen, es... deswegen müssen wir sie ficken. Okay. Das so, stopp mal, das ist... Der letzte Punkt. Ich bin voll bei dir, bis zur Hälfte. Oh. They had us in the first half, not gonna lie. Ja, wirklich. Banana Marmelada. Ich bin für Wie kannst du gegen Mali sein? Würdest du sagen, Mali? Okay, Hard Mind Body. Gib mir deine. Okay, Mali? Ja. Einfach schlecht. Schwer. Null. Schätze, ich finde tatsächlich, es gibt einen bestimmten Punkt, wo sich ein richtiger so Playstyle entwickelt und erst da kann man das festsagen. Also, was ich gesagt habe. Aber netter. Nein. Not ranked. Ist dein tendenziell wahrscheinlich hart oder Body? Ich glaube, es ist schon ziemlich hart. Aber für Ice Climbers... Ich glaube, hart ist halt jeder, der noch nicht so krank Texte durchgegrindet hat. Das stimmt. Man fängt so an als Hardplayer. Wie soll man auch anders? Genau, jeder spielt erstmal aus dem Herzen. Das stimmt. Ob du danach ein True Hardplayer bist, das zeigt sich erst... Das stimmt. Später.
Ich wette, es gibt auch so ein nuancierteres System, wo man so... Ich meine, was ist deine sicke Kombi? Wenn du zum Beispiel Body- und Mindplayer bist, ich habe das Gefühl, das ist broken. Weißt du, wenn du, wenn du so den Tech-Skill hast und das Knowledge, dann brauchst du nicht das Herz. Damit kannst du so Mewtwo King, dann brichst du sie einfach tot. So. Das ist okay, sorry. Aber Mewtwo King ist ja der Computer. Ja, aber deswegen, der Computer macht ja diese zwei Sachen. Der ist ja extrem gut vorbereitet und kann... Nee, das, aber das ist ja das gleiche Ding. Das ist ja das gleiche Gleichnis. Dieses Dreieck, dieses Feuer, Eis und Cucumber. Genau, richtig. Das ist das Gleiche. Ja. Cucumber ist einfach nur Body. Ja. Und Eis ist Mind und Feuer ist... Oh mein Gott, das war ein Fossil. Und Feuer ist, hart. Marley. Oh mein Gott, das ist... Marley Pernicolo. Marley sieht aus wie... Das geht, Alessio. Du bestellst Leonardo DiCaprio auf Wish. Weißt du? So mit der Leonardo DiCaprio, aber ohne die in sehr, so sehr jungen Frauen. Nein, in jung. So cool Leonardo, als er noch so jung war und coole Rollen. Als es noch nicht so weird war, dass er junge Frauen gedatet hat. Titanic, genau, als er selber noch eine junge Frau war. Oh! Als man noch so sagen Mario, konnte, du bist dran vorbei! Wuhu! Power Shield! Ach Gott. Wieso haben wir das ins Spiel gemacht? Ja, wirklich. Banane hat gegen den Neuen, gegen den Ami gespielt und hat ihn so 3-0 besiegt und hat so halb höflich danach so Fistbump gemacht. Und ich war so, Banane, der soll wiederkommen. Kannst du mal nicht, können wir so ein Roster so machen, dass wenn neue Leute kommen, dann geben wir denen nur so bestimmte Gegner, die so voll nett sind. Okay. Dann machen wir das Bracket, damit sie wiederkommen. Du meinst ein Bracket für Amateure quasi? Genau, wir machen dann dürfen die nicht gegen Banane spielen. Ah. Die spielen dann zum Beispiel gegen Geld. Aber Banane kommt dann in Pro-Bracket und ist da so die Entry-Barrier und geht immer O2. Genau. Zum Beispiel, die spielen dann nur gegen Jan. Der besiegt die dann. Ja. Aber vorher so erstes Game spielen die dann so gegen mich und dürfen gewinnen. Ja. Genau. Und dann sind wir so, hey, voll cool, dass du da bist, bis nächste Woche. Und dann so, ja, cool, und dann fühlen die sich gut. Und dann zerstört sie Jan und dann zerstört sie noch du oder Dennis. Und dann gehen sie nach Hause und so, hey man, heute war ich dann, die Leute sind alle voll nett und ich habe auch ein Game geholt, voll geil. Weißt du so? Tatsächlich ist das bei mir angefangen. Wir haben die ganze Böde gespielt. Das war irgendein anderer Typ, der sah aus, warte mal, kennst du, der Vater von Schatz, ich habe meine Kinder geschrumpft. Ja, ja, sehr. Wie heißt der? Aber so sah der aus. Okay, ja, ja. Irgendein Typ, das war halt auch so ein Casual einfach, den habe ich noch besiegt. Und dann habe ich gegen... Dann habe ich gegen Saber Riders verloren. Oh fuck, Saber Riders. Das habe ich dir schon mal erzählt. Recently talked about. Gegen Saber Riders verloren und so eine halbe Stunde später im Losers Bracket natürlich. Ja. Eine halbe Stunde später kommt Saber Riders zu mir und sagt so, Name ist noch drin. Stimmt, das hast du erzählt. Der Wichser. Am I nothing to you? Und dann habe ich ihn, ein halbes Jahr später nur noch geballert. Meine Erfahrung ist, dass der einfach geil durch ist und dass der einfach total lieb ist. Ja, ja. Furchtbar netter Typ. Ich liebe Saber Riders. Also an dem Abend auch voll zu schätzen gelernt. Aber weißt du, dass ich mal mit euch, das war auch im Meltdown, Street Fighter 4 gespielt habe und Ice hat irgendwie geshit-talkt bei Street Fighter 4 und dann war ich so, ey komm, wir spielen gleich und dann wollten wir eigentlich Money matchen, Ice und ich, ja. Street Fighter 4. Und dann hatte er keine Zeit, dann musste er irgendwas anderes spielen. Ah, hatte keine Zeit auf einmal. Mustafa konnte dann auf einmal nicht. Er konnte sein Money nicht putten, wo sein Mouth ist. Ich glaube, er kann das nicht. Also, okay. Du bist doch nicht so kacke in Street Fighter, oder? Also ich bin auch wirklich nicht, also ich glaube, ich bin besser in Smash als in Street Fighter, aber war die Community in Street Fighter relativ schlecht. Das heißt, ich glaube, ich habe schon gewonnen immer mal. Ich habe mehr gewonnen in Street Fighter als jetzt hier in Smash. Ja, okay. Dann würde ich ganz klar sagen, du wärst besser. Aber wer weiß, vielleicht weiß Mustafa, ich wenn du hier bist. Ich weiß, du bist oh mein Gott. Das Secondary da ist. Was soll das? Das ist einfach Russland und Ukraine right now. I didn't say it. Oh mein Gott. Warbin ist erlaubt, aber nur für dieses Set. Nur für diesen Tag. Guilty Gear, Leute? Boah, ich habe leider nie in Guilty Gear reingefunden. Das ist voll traurig. Ich würde wirklich gerne, aber... Guilty Gear sieht sehr gut aus. Ich habe dann das einzige andere Game, was ich gespielt habe, war Dragon Ball FighterZ. Und das ist auch total cool, weil es halt auch so richtig stupid ist einfach, ne? Ja. Du fixst Leute in die Ecke und du kannst sie einfach... 2-0. 2-0.
2-0? Ja. Und, aber das war halt total witzig, weil die Charaktere so cool waren und die Mix-Ups waren aber so richtig stupid. Wirklich dumm. So. Meistens verlierst du die erste Interaction und dann verlierst du das Game online einfach. Und so, okay, I get it, you practice this combo. So. Und dann spielst du so 7 oder 8 Games und jedes Game spielst du dieselbe Combo 3-mal. Mit Meta oder ohne manchmal. Und dann bist du so, welcome. Es gab einfach keinen. Das ist auch egal gegen wen. Was passiert? Woher du was mit einem Set? Nee. Okay. Ich habe eine, ich weiß nicht, das war nicht Guilty Gear, das war so ein älteres, so ein Neo Geo Fighting Game. Ein was? Neo Geo, das ist so ein komischer alter PC. Nie gespielt, achso. Irgend so ein weirdes Pixel Fighting Game, ich hab's noch nie gesehen vorher. Ich hab mal in Japan in der Arcade so eine richtige so 12-Mann-Rotation so gesehen. Wo halt auf beiden Seiten einfach Leute standen und die standen da wirklich 2 Stunden lang, glaube ich, oder so. Und immer so Losers Out halt, ne? Mhm. Und der neue Spieler zahlt halt. Das ist geil. Und, Marley, come on! Ja, das sieht auch so cool aus. Und Arcade-Culture generell, so bei Fighting Games, klingt so nice. Es gibt so viele Games, die ich wirklich gerne spielen würde. Ich finde echt schade, dass wir hier halt nicht so Arcade-Culture haben. Ja, klar. Ich war jetzt neulich im Computerspielemuseum nochmal. Das ist total süß gewesen. Da kann man das eine Street Fighter spielen, aber 2, glaube ich. Und dann geht es so ganz kurz. Es gibt eine Gamecube, aber die steht nur so rum im Regal. Und ich war so, oh, eigentlich schade, dass so Fighting Game Culture zu klein ist im Kontext von Computerspielen, um richtig drüber zu reden. Weil ich glaube, sie ist mit die hypeste Art von Computerspielen. Oh nein, der Kopf hat gewurbelt! Kein Faustdruck. Louis Bama Naboni. Das ist doch der Bruder vom Banana Marmelade, oder? Vom Tag her? Na klar, Louis Banama Boni. Third gegen Banane? Bananenmarmelade ist auch so ein. Das ist noch ein bisschen schwer anzusehen. Das ist so ein Third-Tier-Pokémon, was so Banane, Bananenbrot, Bananenmarmelade. Und es evolut so hoch. Ey, es evolut so hoch, natürlich. Das ist so. Ich denke, solche. Genau so ist es jedes Mal. Kleinen Samus-Spiel. Ey, ich muss zwischendurch losgehen kurz. Ich muss meinem Schwager seinen Staubsauger zufällen, weil ich das Wochenende weg bin. Ich habe den halt für die Baustelle, fürs Dielenschleifen ausgeliehen. Das heißt, ich muss gleich eine Viertelstunde kurz raus und die Sachen alle vorbeibringen. Wenn du wiederkommst, steht hier alles in Flammen. Wirklich, ey. Ich sehe es schon vor mir. Das ist Jonas. Jonas spielt auch. Wie halt. Was für ein sicker Trucker-Look jetzt auch neuerdings bei Jonas, ne? Die Cap? Die Cap richtig tief im Gesicht. Richtig tief. Aber er ist Ash-Cap schon wirklich versehen. Ja, er wird nicht geblendet beim Spielen. Die Sonne? Kein Problem. Die Sonne sieht ihn gar nicht mehr. In seinem Leben keinen Sonnenstrahl gesehen. Wird das spannend, denken, dass es vorhin schon passiert ist? Das war relativ eindeutig für Jan. Ich glaube, Jan hat die Banane in der Tasche. Wieso würde er eine Banane in der Tasche haben? Die wird matschig. Diese Banane in der Tasche. Kennst du den allergeilsten Sketch? Der ist relativ alt, so ein YouTube-Video von so einem Schweden, der so einen Magic-Trick macht. Und der hat so eine Kassette, so eine fertige Magic-Trick-Kassette. Mhm. Und die erklärt diesen Trick und er macht den so parallel vor. Yeah. Und der Trick ist the Trick of the Disappearing Bandana. Okay. Und dann geht es so los und ist so, only the first thing you need is a yellow bandana. Und er holt so eine Banana raus. Und das ist der ganze Joke, dass er den Trick mit der Banane macht. Und dann so, fold the banana in half. Und er so, und quetscht die so, now wave it around, that the audience can see, it's really folded. Und so, die Banane fliegt immer hin, ist großartig. Wahnsinn. Also, wirklich fantastisch, kann ich nur empfehlen. The Trick of the Disappearing Bandana. Banana. Oh, kein Forward Smash. Oh, schön. Gute Bär. So, jetzt kriegt Banane alles zurück, was er gerade Mali angetan hat. Ist es gerecht? Banane, hat sich der Weg zum Weekly gelohnt? Hast du Spaß? Ich glaube, im letzten Match hatte er wahrscheinlich schon sehr viel Spaß. Ja. Ist auch cool, dass Banane hier ist. Ich freue mich immer. Banane tatsächlich auch einfach ein so solider Player mittlerweile. Ja, hohe Diskrepanz zwischen wie gern ich ihn als Mensch mag und wie ungern ich gegen ihn spiele. Ich hasse es gegen ihn. Es ist eine Antikorrelation, könnte man sagen. Genau, es ist invers korreliert. Ja, aber ja. Das habe ich gerade gesagt. Ja. Oh, schöne Bärs. Oh! Schöne Bärs. Noch eine. Und noch eine. Ah, warte. Das ist die Turnierserie Schöne Berg, aber so mit Bär. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schöne Bärs? Okay, schöne Berg. Jeder Bezirk als Smash-Turnier nach. Okay.
Charge Schottenburg. Der Charge Shot. Ja, ja, Charge Lottenburg. Okay, schwierig. Warte mal, Friedrichshain. Friedrichshain. Ja, das ist nicht so leicht. Ich überlege so F, irgendwas mit F, Smash. Ja. Geht nicht in ein Panko. Schwierig. Panko? Ja. Prenzelbär, easy. Prenzelbär, ja. Berg, schöne Berg. Aber das, wir dürfen nicht beides nehmen. Nein, nein, das stimmt. Oh mein Gott. Das ist schwierig. Ich glaube, es ist leider nicht möglich. Ich glaube, es gibt nur die guten. Vielleicht. Die guten einen mit Bär. Also, Charge Schottenburg tatsächlich schon sehr gut. Und schöne Bär sind auch sehr gut. Schottenburg gegen schöne Bär. Also schöne Bär. Ich habe gerade erst verstanden, dass es auch ein Play of Nice Bär ist. Ja, ja, klar. Das ist der schöne Bär. Ich fand das an deswegen hast du das gesagt. Du hast schöne Bär gesagt. Schöne Bärs. Und ich war so laut. Ah, okay. Keine Ahnung. Ich war. Mhm. Oh, okay. Auch so, schön Uptilt. Crouch Cancel. Uptilt. Richtig wack. Heide, entspann dich. Was? Reiß dich zusammen. Ich gehe gleich durch. Wer kommentiert hier? Heide Brasso, serious Play-by-Play. Yeah. Siehst du, ich lerne nichts über Smash right now. Was soll das? Okay, Heide, sie machen Moves. Der Joke ist, Schöneberg ist ein Bezirk in Berlin. Und Schöneberg ist eine Sache, die sagen Kommentatoren sehr gerne. Zum Beispiel, wenn Jan jetzt Banane mit einer schönen Bär trifft. Mhm. Ah, naja, gleich, aber. Let's go. Mega Hype. Ja, das Match ist Hype. Go, Jan. Ey, Malek weiß, was abgeht. Malek appreciated die guten Matches. Ist das Malek? Das macht Sinn. Kennst du Malek? Nee, aber ich den Namen, der sagt mir das. Ja. Ich kenne ja niemanden. Ich habe ja auch... Guck, ich spiele jetzt Puff. Was? Spielst du jetzt Puff gegen... Ach so, das... Ja. Ach, shit. Dein Puff ist richtig gut auch. Danke. Ich spiele einfach mit... Kann man das ändern hier? Warte mal, das ändern wir mal. Jan muss es reinholen. Hol es rein, Jan. Wo ist die Maus? Ah, da. Dies ist mein Hund. Third. Oh. Nein, direkt. Das wäre seine nächste Entwicklung. Heide weiß nicht, wer ich bin. Das ist ihr Problem. Sie weiß nicht, wer du bist. Sie weiß nicht, wer ich bin. Das ist embarrassing. Das ist wirklich embarrassing. Wie steht's gerade? Ich umgekehrt würde Heide sofort erkennen. Meine Impression von Heide ist... Hi, das war Forward Smash, das war voll gut, oder? Das hab ich letzte Woche schon gesehen, dass jemand Forward Smash gemacht hat in Smash. Let's go. Das heißt, ich kann auch Heide trash-talken und sie wird nicht wissen, auf wen sie böse sein muss. Oh, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich großartig. Das war ein nice Bär. Das war wirklich ein nice Bär. Hast du die Rest gesehen gerade? Hab ich nicht. Oh mein Gott, das war sick. Malek weiß, dass er sick war. Wie kannst du denn diese andere Person nicht erkennen? Ach nee. Okay, hier ist ein Tipp. A ist Local Favorite, wenn ich das selber so sagen kann. Du bist ein Local Favorite. Beliebt in der Crowd. Das ist ein Crowd Favorite. Ein Crowd Favorite. B, nicht zu gut in Smash, als dass ich nicht Zeit hätte zu kommentieren. Aber was Essen angeht, auch ein Crowd Favorite. Ja, ja, auch ein Crowd Favorite. Oh, heute sind die Witze gut. Yeah. Mensch. Habe ich mal erzählt, dass ich im Abi, im Jahrbuch, den schlechtesten Witzepreis bekommen habe? Oh, das wundert mich nicht. Ich habe tatsächlich gegrindet. Leute haben mir gesagt, du wirst den schlechtesten Witzepreis bekommen, wenn du so weitermachst. Ich war so, okay. Okay, gif. Ich werde jetzt 2 Jahre nur Dad-Jokes machen. Oh, nice. Snatched. Hast du auch was gesagt? Instant. Okay. Instant Ramen. Savage. Nicht Savage, sondern so erst so autistisch und kann sich so ganz rum merken und nachmalen zu Hause. Was? Savant. Kennst du nicht diesen Typen, der im Helikopter über Rom fliegt und das dann so zeichnen kann? Ich dachte, das ist New York. Nein, also keine Ahnung. Das kann er, glaube ich, in mehreren Städten. So ein Typ, der hat fotografisches Gedächtnis hat. Ja. Und dann fliegt er kurz mit dem Helikopter so über die Skyline und dann malt er das. Ja, und dann, aber so jedes Window. Und so. Ich kenne es mit Rom. Wahrscheinlich hat er es mit jeder Stadt gemacht. Ja, ja, ja. Und Leute waren so, wow. Jetzt. Was, wenn er es mit unserer Stadt macht? Genau.
das ist auch so, okay, kann er es nur mit New York? Er ist ein Fraud, er hat sich einfach nur sehr gut gemerkt, wie die Skyline von New York aussieht. Auch schon sick, to be honest. Was, ja, das wäre schon genug. Oh, diese Wavelands. Ey, was passiert hier gerade? Die sind so richtig. Das ist kein Vorteil. Ah, ja, ja, okay, es sind zwei Stocks zu zwei. Warum steht da? Achso, warte mal, weil so. Ja, die können nichts. Oder? Nee, ja? Ah, okay. Nein, die Stocks hier sind. 3 und 4. Müssen wir. Egal. Scheiß drauf. Ja, ja, ja. Also, merkt euch, die Stocks sind nicht die richtigen. Ich glaube, das sollten wir vielleicht erstmal auf Eis legen. Bis, ja, das Stocksystem ist so ein bisschen. Nee. Jeder andere Charakter tot. Es ist dead even, glaube ich, ne? Nee. Aber Jan gewinnt sogar ziemlich deutlich. Weißt du, was witzig ist? Was witzig? So Puffs sind dann extrem gut im Waveland, for no reason. So ist, was der Charakter einfach gar nicht braucht. Oder? Ist Waveland überhaupt besser mit Puffs? Doch, damit kannst du richtig gut Tomahawken. Okay, du kannst du dich einfach so in der Luft bewegen? Ich weiß, nee, du kannst halt vor den Gegner gehen, so auf ihn gucken und dann schnell runter Waveflash und dann grabst du ihn. Und das geht nicht, wenn du einfach so fliegst? Du kannst halt normal landen, aber ich glaube, der... Du hast ja diese komische Aufkommen-Animation und du musst halt erstmal landen. So. Das ist ja auch schwer. Ja, okay, okay. Du kannst das halt so ein Jerk, so ein Sudden-Movement. Okay, okay, okay. Oh! Wollen wir eine Nice Bear? Nice Bear? Nice! Ah! Nice Sie. Nice Sie Cancel. Oh, warte mal, das ist gar nicht 3-0. Wie steht's? Wie steht's? 2-0? 2-0 jetzt, okay. Wow, ich wusste nicht. Vielleicht macht Jan gleich noch eine Nice Bear. Alter, go. Ich würde sogar hoffen, dass er das tut. Okay, jetzt ist wieder allein. Es gibt bestimmt so richtig doofe Leute, die so Schöneberg so Nice Berg nennen oder so. Ich glaube, dann wäre so richtig so der zugezogene Pass ausgestellt. Kennst du diesen Ami-Comedian, der in Berlin wohnt und der macht original nur so Berlin-Comedy? Uff. Er ist einfach so die personified Berlin-Ausländer-Memes-Page. Oh no. Nein, Berlin-Ausländer-Memes, ist schon, das ist noch okay. Ist schon peinlich. Das ist schon witzig. Nein, der Joke ist wortwörtlich, haha, wir kriegen alle keinen Termin beim Bürgeramt. Nee, das ist das, ist, Joke, das ist der eine Witz, den die haben. Das und Drogen. Und Drogen. Techno, hehe. Oh mein Gott. Als wäre das sogar überall sonst auf der Welt, hören die Leute nur so Indie. Tatsächlich? Ja. Aber ist das so? Es ist ein bisschen so. Also war lange nicht woanders. Techno in anderen Städten nicht so krass. Also so Techno ist ja so die Techno-Hauptstadt. Berlin ist ja so die Techno-Hauptstadt der Welt schon. Das stimmt schon. Und dann hast du, wenn du außerhalb von Berlin so suchst, dann gibt's, es gibt so ein paar Städte in Europa. Ich glaube, so London ist voll groß. Verdeckt dann so Amerika hat so Detroit, aber der Rest halt auch nur normale Clubmucke. Ja, das stimmt. Und dann gibt's so... USA ist für Musik so richtig ätzend. Ja, ja, ich glaube auch. Das, oh, das tötet? Das ist der Wahnsinn. Jesus. Heiß. Oh! Oh! Incredibile. Oh no. Downswash, it catches in the front and in the back. Der Fokuhila unter den... Smash Moves. Ich bin natürlich, dass du gewartet hast, dass ich lache, damit dass du auch lachen darfst. Nein, deine Lache bringt mich zu lachen, deswegen. Fokuhila, aber über die Hitbox. Und nicht über die Hitbox. Eigentlich, wow, was ein Sleeper. Oh! Da. Damn! Sind das die richtigen Stocks? Ja, wow. Das ist ein Wash, würde ich sagen sogar. Eine sogenannte Waschmaschine. Ja, der richtiger Turbo-Waschgang. Oh, Charge Shot kurz angefaked, der war so ey. Jan, mach Rollout! Charge Lottenburg. Rollout entgegen aller anderen Erwartungen echt uncool, finde ich. Tatsächlich ja. Finde ich wirklich cool. Ist ein bisschen lame, aber ist ein bisschen so. Ich will das in die Waschmaschine machen. Ja, okay, oh, das war nicht. Das war's nicht. Ah. You try. Oh, das wäre insane gewesen, wenn ich die fair getroffen hätte. Kein Bock mehr gehabt. Ich bin hier fertig. Wow. Lass mich. Das war Wahnsinn. Das war wirklich wahnsinnig. Heißt das, du spielst gegen Third? Nee, Lil Fruzy gegen Third. Lil Fruzy! Maxi. Jetzt ist bei den beiden die Frage, wer ist der hübschere Mensch mit der gleichen Frisur von vorne. Weil Maxi hat hinten noch den Pferdeschwanz. Okay. Aber von vorne sehen sie sehr austauschbar aus. Oder? Wenn Third jetzt so tut, als wäre er Maxi und nur Foxbox. Klingst du, wie wenn mich irgendjemand in einem Bild markiert, nein, wo ein Mensch so vage blond und einen Bart hat? Also wow, Konstantin, bist du das? Er sieht aus wie Konstantin. Er sieht aus wie, ich habe das Bild gesehen. Es sind die dunklen, es ist so die dunkle Augenpartie, die perfekten Haare.
Der leichte Drei-Tage-Bart. Der dezente. Nein, das Bild gesehen, wo Konstantin drauf ist. Und Konstantin so, oh, das bin ich nicht. Der sieht viel zu gut aus. Und macht so voll die Show. Das habe ich tatsächlich nicht gesagt. Aber das meintest du. Oh, stop comparing me to the pretty person. It's not me. Er ist einfach ein anderer blonder Typ so. Ich höre das jede Woche, okay? Ja, blonde Typen sind doch. Was ist okay. Lass dich vergleichen. Die sehen einfach nur nicht aus wie. Die beiden haben schon Ähnlichkeiten. Findest du? Gar nicht. Ja, oder? Safe. Jan hat ein sehr viel so wunderes Gesicht. Soll ich jetzt mal los? Ah, oh, es war schön, dass du da warst. Geil, Mann. Und ja, den Glück war ich älter, ne? Grind mal ein bisschen. Ja. Bis Nedo. Bis Nedo. Bis Nedo. So richtig, ich liebe es so, bessere Spieler so zu behandeln, als wären sie so mein Padawan. Ey, komplett. Apropos Padawan, ich gucke gerade Star Wars mit meiner Freundin, ne? Ja. Ist der Wahnsinn. Ist geil, oder? Wir gucken das einfach, wir slandern die Filme so richtig hart nebenher. Hast du so eine Freundin, mit der man schlechte Filme gucken kann und dann kann man sich drüber lustig machen? Ja. Weil das habe ich nicht und ich regrette es natürlich nebenher. Meine Freundin ist so, den Film will ich nicht sehen. Der ist so mit so Männern in Anzügen und Amerika-Flagge. Und ich bin so, ja, aber... Men in Black? We watch it in... Nee, ehrlich gesagt... We watch it ironically. Nein, wirklich. Überleg mal, in wie vielen Filmen es nur so um so Männer in Anzügen geht. Und wenn du die kategorisch nicht sehen willst, was ich echt verstehe, dann sind viele Filme raus. Das ist total schade. Ich war so, ey, lass doch so... Nochmal so irgendwann so... Nicht House of Cards, aber irgendwie so... Keine Ahnung, es gibt so super viele Filme, wo es nur darum geht. Und man ist so... Ich finde den eigentlich ganz cool. Und dann ist meine Freundin so zurecht und der Film ist scheiße, glaube ich. Und ich so, ja, ich mag schlechte Filme. Und wenn sie das, kann sie nicht nachvollziehen. God bless her. Und deswegen gucke ich auf einmal nur noch so gute Filme. So Wes Anderson. Hast das du aber auch French Dispatch geguckt? Mega gut gewesen. So sehr. Das ist tatsächlich einfach so viel besser als ein schlechter Film. Wirklich, so, no-brainer. Du gehst so, Moment mal, was mache ich hier, Digga? Oh! Nice. Was mach ich eigentlich die ganze Zeit? Ja, ja, wirklich. Der Film ist auch noch 3 Stunden lang, gefühlt. Und man ist so, okay, das ist einfach cooles Fernsehen. Ich glaube tatsächlich, der Name der Person neben mir wurde schon ein paar Mal gesagt. Das ist Juggle, was soll das? Schade. Michele. Ich find's. Michael? Hey, wie so aus Michael. Wirklich. Michele hier. Hey, V-Soße. Hey, V-Smash. Hey, V-Cancel. Hey, Atzen. Hey. Malek, der auch nicht weiß, wer ich bin, ist so okay. Fine, der Typ. Michele. Ja, Mann. Wahrscheinlich war Heide gerade so kurz weg und hat sich gefreut. Also, können wir denn bitte jetzt endlich das Rätsel auflösen? Das ist doch spannend. No way. Der Typ. Yo, Michele. Stark, Heide. Bin stolz auf dich. Sehr gut. Heide, in welches Harry Potter Haus tust du Konstantin? Balak. Wir müssen es. Ja, Malek, Mann, komm vorbei. Komm vorbei, wir spielen, es wird großartig, wir kommentieren. By the way, wir haben einen Clip-Button. Oh, wir haben einen Clip-Button? Malek übrigens positiven Rekord über mich im Tournament. Oh Gott, wer hat das nicht? Jesus. Ist er gut? Nee. Shit. Das war auch. TSU über so 2015 hat er mich im PM, das ist doch witzig, in Melee hat er mich outplaced. Tja. Und in PM hat er mich besiegt. Gefuckt. Tja. PM ist so richtig. Hab so einen PM-Player fast bei The Awakening gewonnen, einfach mit random Pikachu. Oh mein Gott. Ich bin leider zu neu in der Szene, um so PM jemals richtig probiert zu haben. Okay, das ist schon ich weiß, Leute feiern das total. Ich hab das auch auf meiner Uni. Ja, aber ich bin jetzt auch das Gefühl, ich kann es nicht spielen, so wie Rivals. Ich bin immer so, oh. Ja, aber es lohnt sich nicht wirklich. Ich habe nicht den Headspace, es tut mir leid. Das Geile gerne. Bei Rivals ist einfach, dass die Entwickler einfach Geld in die Hand nehmen und für Turniere und so. Okay, das ist tatsächlich cool. Ich erinnere mich daran, als Rivals neu war und auf Reddit so gepostet wurde, wie sie so noch entwickelt. Und es muss richtig Spaß gemacht haben. Und es hat auch Steam Workshop. Ja, das ist ganz cool, das stimmt. Und wir haben 3 Charaktere hinzugefügt von Steam Workshop. Okay. Von irgendwelchen Fans, oder wie? Ja, und die haben auch Geld bekommen dafür. Ich bin tatsächlich Ravenclaw laut Test mehrmals. Okay, ja, das macht Sinn, oder? Konstantin hat so ein Background in den Filmen und er ist auch so ein good-looking Ravenclaw-Bastard. Hast du den Expensive Petroleum Junk gesehen? Der so ein überlanges... Er ist so solid.
Hat Putin mit dem Zauberstab oder wie? Ja, ich glaube, es ist einfach so der Harry Potter halt, aber es ist so der Expensive Petroleum. Wir sind Full Circle gegangen mit so den Ukraine-Krieg Harry Potter vergleichen. Das war übrigens tasteless und ich apologize. Aber andere Leute, die mich kennen, wissen. Du bist. Taste ist nicht garantiert beim Joggen. Oh! Übrigens, Maxi nennt mich immer jetzt den Judo-Meister. Wie viel steht's denn? 1-0, ne? 1-0, ja. Ja, also, das ist ein gutes Match. Mega. Bam! Also, Maxi auf jeden Fall, letztes Match ist sehr dominant, aber ich glaube, Jan hat ja letztes Mal gegen Pasek schon sehr gezeigt, was er gegen Fox kann. Pasek wird schnell nervös, ist mein Read. Pasek spielt halt natürlich total gut, wenn er so comfortable ist. Oh! Was war das? Invisible Ceiling? Nein, das war ganz komisch. Da hat er aber auf jeden Fall auch... Oder das war einfach so Hindi. Ja. Malek will, dass Jan es schafft. And as we say it. Ja, Malek ist tatsächlich auch mal Schiller-Gümmes gewesen. Oh mein Gott. Für so, ich glaube, 1-2 Jahre oder so. Dann musste er wechseln, weil ich weiß gar nicht, was passiert ist. Oh Gott. Malek, sag mal, wie war das da? Ich weiß nicht, ob es wegen Stress war oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass es wegen Stress war. Nee, ich glaube, Twitch-Substitution kann man nicht, oder? Und schwer absetzen? Kann man nicht. Das glaube ich eher nicht. Jo, okay. Jan? Twitch gibt ja auch immer schön alles am ans Amt ab hier. Man muss ja Steuer-ID eingeben als Streamer. Das halt. Oh! Oh! Sorry. Ich sollte hier raus schreien. Das ist viel zu nah an den Leuten dran hier. Vor allem, wenn er so uproht und Maxi ist nicht die Ei, das ist so. Wir alle hassen diese Kombo, wir wissen das. Ich finde die super. Tschüss, Heide, die uns nicht hört. Sie hört nichts mehr, sie kann nur noch lesen. Take care, brush your hair. Das ist ein geiler Spruch. Wer hat das gesagt? Malek. Malek. Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Danke, danke. Oh, schade. Why do you suck? Das war aber schwieriger Rest, würde ich sagen. Maxi weiß, dass das ein schwieriger Rest war. Der hat den sicher auch nie geschafft. Oh, Grüße von Dennis. Hi, Dennis. Hi, Dennis. Schön die Rolle gemütet. Wieso? Nein, das ist nicht Dennis, sag ich. Hi, Dennis. Wovon redest du? Hi, Dennis. Hi, Dennis. Hi, Kevin. Das mag ich mit einem Freund namens Kevin immer, wenn er... Ich glaube, das macht jeder mit jedem Freund namens Kevin immer. Ja. Ich habe keine Freunde namens Kevin und das ist beide sein. Du hast keine Freunde. Die Kevin heißen. Mikey! Oh, er ist da! Nein, er ist direkt da. Nice. Ich wiederhole, ich habe keine Freunde, die Kevin heißen. Ich bin aber, ich glaube, es gibt zwei Wünsche, die ich in meinem Leben habe. Es ist Benno beim Weekly und Kevin beim Weekly. Mann, Benno und Kevin. Junge, Kevin, komm mal wieder her. Please. Kevin auch jedes Mal beim Weekly dabei. Er ist so ein stabiler Atze. Likey hat seinen Soulmate getroffen, der heißt Subscribey. Und zusammen haben sie das Team Likey und Subscribey. Und sie spielen sehr gut Doubles. Nur noch Doubles online. Ich glaube, Kevin war sogar, also Likey war bei mir in der Schule. Oh! Ja, wer mit wem in der Schule war, ich sag das jetzt nochmal so als Außenstehender, ist wirklich nur cool für die Leute, die auch auf der Schule waren. Ja. So Schiller-Gümmes interessiert mich, glaube ich, echt wenig. Schiller-Gümmes sollte uns alle interessieren. Never been to this place. Schiller-Gimmel sollte ein Thema für alle sein. Aber wo war dieses Schiller-Gimmel? Am Ernst-Reuter-Platz. Am Ernst-Reuter-Platz. Ah, ja, okay. Wieso kann gleichzeitig Schiller-Gimmel und NRW-Mann sein? Das stimmt, da passt irgendwas nicht. Wieso, NRW-Mann wieso kann man einfach kein Turnier im Schiller-Gimmel machen? Ich hatte es tatsächlich mal gefragt. Ja? Als ich noch da war, weil ich so, ey, kann man hier eigentlich die Halle, so wäre das erlaubt? Alle Lehrer haben mich gehasst. So, Konstantin, lern erstmal. Hier. Hab ich doch. Also hab ich nicht, aber... Oh! Größter Drecksschrott, sag mal. Größter Drecksschrott. Schiller-Gimmes. Klingt so von Ja, aber das kommt doch von der Person, die da rausgeschmissen wurde, to be fair. No, also no hate so, ich stimme noch ein bisschen zu. No disrespect. Aber oh, schön, ja. You had to graduate to get it. Jan, bisschen am Durchdrehen hier gerade. In Münster gab es auch ein Schiller-Gymnasium. Und ich erinnere mich daran, dass sie den Abispruch hatten, 13 Jahre Stoff, Schiller war Dichter. Also das war dann so, Dichter wegen, sie haben mehr geraucht. Und deswegen habe ich alle Leute vom Schiller-Gymnasium in Münster aus Prinzip gehasst. Und richtig cool, also da hat jetzt so niemand so bewiesen, dass er das verdient hat, von mir cool gefunden zu werden. Und deswegen habe ich das auch nicht. Oh Gott! Oh Gott, schöne Grab? Grab? Ins Grab mit dir, ey.
Ich nehme es zurück, ich möchte heute doch nicht gegen Jan verlieren. Doch. Habt ihr nicht schon gespielt? Hey, Jan muss Dritter sein. Das ist sein Name. Das ist Maxis Aufgabe gerade, ja. Ich glaube, das wird ja nicht so gut. Oh! Hast du das gesehen? Reverse Fair Forward Smash? Maxi, er hat Duraki Walljump gemacht into Up Smash. Up-Air. Mies. Das war abgefahren. Klasse. Was? Großartig? Sehr interessante DI gerade eben. Den, ja, ne? Der den Jab. Achso, ne, ich dachte, du meinst die Up Smash DI. Nee, ich meinte den Jab. Okay, so okay. Hinter ihm gelandet, in so einer Distanz, wo es aussah, als hätte er Up Smash werden können, aber ist er nicht. Der Ballon wiegt nix. Pummeluff langsam manchmal. Ne? Wow. Oh, das war der Wahnsinn. Pummeluff halt krasser Müllcharakter. Richtiger Käsecharakter. Wann war eigentlich Leinke das letzte Mal bei Nedo? Also sehr lange her. Also das letzte Mal. Ich weiß, dass er bei End of the Line dabei war. Als echt? Okay. Das heißt, da war das wahrscheinlich das letzte Mal, oder? Ich habe mal gegen Leinke gespielt und ich glaube, ich habe sogar in Game 1 gewonnen. Oder ich weiß nicht, ob ich das Set gewonnen habe. Und er war so richtig so, dieses Game ist so dumm. Ey, wie wie? Based. Oh, oh no. Wirklich based, wirklich true. Sorry. Ich hab die Flasche hier umgekickt. Wenn ich aufstehe, Maul sich konzentrieren neben die Kommode. Zicki! Ja, ich hab wirklich. Er war so ein bisschen von der Persönlichkeit. So. Oh. Du hast das Flash Talk vielleicht angehört. Ich hab mich sehr gut mit ihm verstanden, die Male, wo wir uns unterhalten. Ja, super Typ auf jeden Fall. Sehr based. Er war einfach so ein bisschen so ein Shit-Talker halt. Aber das war auch witzig. Er hat auch so Benno-Energie, oder nicht? So ein bisschen. Nee. Er ist bei mir schon so. Er ist so Benno, wenn Benno sehr, sehr laut wäre. Ist schon ein sehr hohes Kompliment. Aber ich glaube so, ich meine gar nicht so charakterlich, sondern ich meine so, was so die Opinions angeht. Weil schon auch immer so im Falcon Ditto mir, während wir gespielt haben, so erklärt, warum es ein dummes Matchup ist. Und das verbinde ich irgendwie mit Rivka. Immer so, siehst du, das meine ich. So, Mann, sag ich, Mann, stopp. Ah, Maxi. Aber ich habe ihn geschrieben irgendwann, schon post-Corona, also im letzten Jahr. Und er meinte, ja, irgendwann, aber jetzt gerade hat er das nicht. Er muss erst mit Arbeit und machen. Aber Smash vielleicht nicht die optimale Wahl. Benno hat wirklich Wichtigeres zu tun. Er ist so ein bisschen so Bundeskanzler. Pfeifen sind nur beschissen. Wie lustig wäre es eigentlich, wenn so einer von uns am Ende Bundeskanzler ist? 30 Jahre oder so. Benno wird Kanzler. Ich würde ihn wählen. Nicht ich. Ich würde ihn wählen, wenn er CDU wäre. So, mir egal. Was für ein Knopf hast du gerade gedrückt? Den Clip-Knopf. Ed Oetzke. Den Clip-Knopf. Du hast genau dann gedrückt, als Jan gesagt, einen Second Rest gemacht hat. Ich wollte eigentlich seine Aussage. Wir nehmen beides. Aber das war, einfach die Aussage war so gut, dass der Clip geht viral wegen dem Rest. Und hier, das ist jetzt. Hat Jan die Chance, seinen 3-0 zu brechen? Nein! Was ist das vielleicht? Rest! We love it! Jan, famously? Oh nein, er hat seinen Jump gecatcht. Ich finde mal richtig geil. Ich finde richtig geil immer damals Benno, wenn er gegen Puff gespielt hat. Ja, ja, Benno ist mad. Benno ist immer Puff. Let's go! Let's go! Let's go! Oh Mann. Der billige Edgeguard, los geht's! Das ist right. Grab ihn! Maxi auch nicht richtig in Bewegung gerade. Er ist immer so ein bisschen zu sehr an der Schule. Maxi kocht, guck. Maxi muss jetzt anfangen zu kochen, sonst wird das nichts mehr. Sonst verbrennt die Suppe. Maxi ist richtig so ein horizontaler Spieler. Weißt du, was ich meine? Absolut überhaupt keine Ahnung, was du redest. Okay, er ist einfach so links, rechts, so ein richtiger Zoomi. Also, so aber so, ich habe nicht so Angst, so über ihm zu sein. Immer. Weil, aber er ist so richtig ground-based. So, siehst du? Ich bin ein Smash dir. Ja, das war gut. Wo du davon redest. Der Arschtritt, der Vorurteil, ja, ne? Also ich bin relativ jumpy und deswegen kann ich ihn genau. Und die Airplanes von Maxi tun richtig weh. Oder Wave Shines, die sind so richtig brutal. Aber das sieht halt, gerade so echt so aus, als würde Jan gerade noch komm, Jan interessiert aus seinem Tackle raus. Keine Liegestütze. Imagine, dann so richtig genervt Liegestützen machen, wenn du so im Upset geforstockt wird. Das ist so ein Fuck, Mann. Das wäre schon rough, ja. Mach keine Liegestütze, ich hab was mit dem Ellbogen. Oh shit, da muss ich ja jetzt gegen Jan gleich. Fuck. Abwarten. Da muss ich das Weekly verteidigen noch von noch einem Sieger. Noch ist diese Suppe nicht ausgeschlürft. Maxi macht das. Achso, Maxi hat ja auch schon gewonnen, stimmt ja. Let's go. Ja, ja. Oh, ja. Der Grab wär's gewesen.
Der das war aber auch so ein richtig krasses Set, wo Maxi gegen Marius ja, das war der Wahnsinn. Das war wirklich gut. 10 Games. Ne, Jan ist, glaube ich, gegen Fox gerade, hat er so sein... Ja! Wer hat das Herz der Karten? Da! 40 BPM oder so. Fox hat dann heute gespielt. Genug? Nein, warum hältst du dich auf die Lösung? Oh! Oh mein Gott! Wahnsinn! Jan den Curse. Wie war's? 3-1? 3-1. Damn! Warte, mach ich mal hier. Jan sorgt weiter für die Floaty-Präsenz in unseren Heroes. Wurde heute überhaupt schon mal ein Match Fastball gestreamt? Wahrscheinlich Konate gegen Fusi und das war's, oder? Wo ist denn die Geld? Spielt man nicht gegeneinander. Und der 69ers. Der Fernseher hinten sieht schon entstöpselt aus. Nur, dass keiner ein Setup abbaut, was noch benutzt wird, ehe das da weg ist. Thank you.
sonst brauche ich das. Ich bin ja sonst auch mal super Spieler. Mhm. Ist der Deckel in die Wolle eigentlich? Mhm. Dann nächstes Mal aufbauen, abbauen. Die lässt sich einfach nicht killen hier. Schade, er geht doch zu Boden. Übermorgen, weil ich komme erst übermorgen. Ach, du bist auch da? Ja. Nice, crazy. Ja, dann. Halb Berlin ist da, ne? Bis da, ja. Hä? Ha? Halb Berlin ist da, sag ich. Ja, yeah, das ist crazy. Echt. Das war bestimmt in Berlin Top 8. Ja. Yeah. Mann. Na, Kling ist ja nicht mehr da. Ja. Schima ist auch nicht da? Ich weiß nicht, wer sonst da ist. Der ist, glaube ich, auch Corona, oder? Der ist nicht genau, Schima. Der hat sich überhaupt alles deconfirmed. Ich habe gehört, es hat zu viele gegeben, aber ich weiß nicht, wer. Ja, es gibt viel zu viele. Aber ja, dann ist es morgen. Ich nehme so einen Bus. Was zum... ja, Kunati mit dem krassen Gimp. Sieht man gegen Puff auch nicht so oft. Ich weiß gar nicht, warum ich hier alleine bin beim Commentary. Also wenn es jetzt so still ist, tut mir leid. Aber irgendwie sind alle weggegangen. Die haut auch die Nibble Spike raus wie nix heute. Stalling, geht euch. Beide. Ja. GG. Kontrollierst du das am Ende? Ja, natürlich. Dann bügst du deine Hände. Ich Kinder. Das erkennt automatisch. Ich kann immer hier einstellen. GG, in die Fresse bekommen. Ich kann hier mal
Stream einstellen, dann kann man das hier unten noch hinzufügen. Ganz schön auf die Fresse bekommen, Alter. Kann man hier noch hinzufügen. Aber danke, Leute. Wie magst du was weg, oder? Kann man dann, dann trägt er automatisch ein, wer spielt und welche Runde und sowas. Das war ziemlich geil. Ah. Sind halt Hört, alle betrügt seinen Namen, finde ich echt nicht okay so. Letztes Mal Zweiter war 2019, weil ich ein Grand Finals gegen Wiff bin. Ich unbedingt zu sagen, niemand hört. War es nicht vor einer Weile? Wie hast du bekommen? 7 Euro, Digga? Hast du Plus gemacht? Ja. Digga, ich hab einen Gewinn gemacht bei Jeno. Das geht? Was zur Hölle? Achtung! Fact Chase! So, let's fucking go. Das wird versoffen, Leute. 7 Euro, Junge! Ich hab bei Tetris 1 die Nightmare gewonnen. Was sagt der Chat? Ich sehe nichts. Ja, die 7 Euro darfst du jetzt natürlich auch nur im E-Shop ausgeben, solange es den noch gibt. Gibt es den überhaupt noch? Bei Switch, klar. Achso, gerade jetzt gerade. Dann gibt es auch. Pause machen, ich wollte keine Pause, ich war heiß, Alter. Hast du gesehen, wie ich gegen Max ja, wenn er Pause macht im Match, dann ist das verboten, ja, das ist Start-Stalling. Dann wird man ja kühl. Kein Bock drauf. Es ist nur eine Pause im Match erlaubt und die hat, hat Jan sich strategisch einstellen wollen. Ich sag nur, Wochenende, Hamburg, ne? Allein schalten, besser von mir, wer auch immer das Stream, Kiki Good Squad oder wer? Arcadia nee, Smash 2. Dennis macht den, glaube ich. Nur Dennis. Ja, Jay Pönzeberg halt. Also ja, lieber Chat, wenn ihr aus irgendeinem Grund hier seid und Dennis nicht kennt, am Wochenende, ich glaube bei Jenny Prenzelberg, Arcadia Stream. Du gehst nach Hamburg, fragt Makelik, wahrscheinlich dich und ja. Nicht mich, aber ich gehe auch. Ja, wir gehen beide nach Hamburg. Wir gehen alle nach Hamburg hier. Fast. Let's go. Animal Rights, Juggernaut Deacon 5, oder? Ja, scheiße, ne? Jonas, also Olof, macht sogar mit. Marley, mein Teamkollege. Alle nach Hamburg. Morgen geht's los. Morgen Abend Doubles, Samstag Singles, Sonntag Top 8 Singles. Du wirst in Top 8 sein? Watch me in Ultimate, Alter. Ah, ich würde auch voll gerne eigentlich was Ultimate wieder mitmachen. Ich habe das noch nie ewig nicht mehr gespielt, hier seit Corona. Ich hab nicht mal den zweiten Season Pass. Vielleicht trage ich mich noch nicht, auch nicht. Ich habe mir nur einzelne Charaktere geholt, weil ich habe den Fehler gemerkt nach Smash 4. Als ich den Pass gekauft habe. Ich habe nach dem ersten Pass den Fehler gemerkt. Genauer gesagt, nach Fighters Pass 5. Aber dachte ich mir, okay, hole ich nie wieder vor uns. Violet. Alter. Ich kann. Nice. Der Gullideckel. Nice. Jan, erstmal so froh über sein Geld, dass das in den Keller schmeißt. Nach hinten gefallen. Dein hart verdientes Geld. Das passiert ja, wenn man hier mit einem Plus rausgeht. Ja, dann spielt man mit dem Geld. Wenn ihr merkt gleich, ne, das kann so nicht sein. Kann auch nicht sein, dass hier einer Jedo verdient. Das sind eigentlich schon CDs raus für morgen? Das war ja irgendwie die Rede davon, dass es heute, also bis heute frühestens irgendwie passieren soll, wegen die Confirms. Ja. Also zwischendurch waren auf jeden Fall immer mal wieder schon Puls gezeigt worden, aber ich ist ja, halt wenn die Frage, es jetzt, ob die final sind. Wenn es das, was jetzt ist, dann muss ich gegen Konzi spielen. Nice. So. Also mein Pool hatte sich schon irgendwie zweimal geändert, den habe ich aufgegeben nachzugucken. Bracket. Das sind Viererpool? Das sind ja große Pools jetzt. Marley und Parsec schon mal in einem. Oh, das sind jetzt die großen Pools. Shit. Oh, ich muss gegen Parsec, Marley. Oh, what? Das bevorzuge ich eigentlich. Hey, ich bin so weit oben gesiedet? What the fuck? Oh, krass. Alter, das. Du bist siebter Seed im ganzen Turnier. Naja, in dem. Sechster Seed in dem Turnier. Seed im ganzen Turnier. Nee, ich bin eigentlich immer hinten. Okay, es ist dann 4 pro. Jo, Pool. Ich bin so hyped, aber warum? Das ist sein Geld wiedergefunden. Yes. Da wäre ich auch hyped. Warum zum Fick verliere ich so hart gegen Kanzler? Mehr Up-Air, mehr Up-Tilt. Rest-Spam billig.
Ja, true. Annika muss gegen OB spielen. Warum ist OB so weit unten? Das ändert sich jeder mal, oder? Ja. Wie ist mein... Ich, null Sinn. Ich war im Pool 12, aber... Spielt OB oft in Hamburg? Na, OB... Keine OB Ahnung. Ist Hamburger. Der geht nicht so oft zu Events. OB aber war so also Fringe Top 8 hier bist du. Bei uns. Du bist gegen Sanex. Nicht Top 8, Tarik, Top 20. Das ist gerade free. Vibe-Check. Welche kommen denn weiter? Schon wieder Jakobi, der war am Anfang in meinem Pool und dann haben sie sich ein paar Mal geändert und jetzt ist er wieder in meinem Pool. Vibe-Check auch. Die haben einfach Pools größer gemacht, ne? Ja, das ist doch geil. Ach, haben die weniger Pools jetzt? Also ich fand das ja schon ein bisschen fragwürdig mit dem... Warum ist Longo ja, letzter Solari, Seed? Das kann man doch nicht an. Ich habe noch bisher jedes Mal, wenn ich einen Ultimate Player im Mini getroffen habe, waren die echt nicht übel. Jan Tipper, Animal Rights. Oh, da sind weniger in der Pool. Ja. Ich bin höher gesiedelt als Animal Rights, oder? Warum? Wahrscheinlich gleich. Ja. Jan, dein Seed. Du bist weiter im Seed. Im Pool. Zweiter? Was war das denn? Zwischendurch aber warst du, glaube ich, auch schon mal Top-Seed. Ja, aber da waren noch 14 Pools oder so. Okay. Ich war 12 da insgesamt gesiedelt. Du spielst ja gegen gar keinen Pool. Oh, Leafs schon wieder. Ey, gegen Belt. Leafs und Zetrox, die hatte ich beide in meinem Pool in Nürnberg. Wie, hast du schon gegen Belt, wo er in Berlin war, gespielt? Wir essen nee. Leafs. Ist das chic, das ist, Leafs war Vivian. Kurz auch mal in meinem. Ne? Ja, Junge, Zetrox und Leafs ist Vivian. Ne? Zetrox und Leafs waren auch beide in meinem Pool zwischendurch. Ist hier noch ein Berliner? Alter Digga, Fruzi. Alter Digga, Fruzi. Alter, der ist so hoch gesiedelt? Alter Digga. Das Top 8? Aber ich weiß nicht. Top 32. Top 8 projected. Wie viele kommen weiter? Ah, nur einer? Parsec gewinnt. Gegen Kotzi, gegen Käse, gegen ZenX. Das ist einfach letzte Woche nee, Jedo. Das ist einfach letzte Woche Jedo. Ja, wenn ich davor gegen die muss. Sorry. So, Tatsache. Oh mein Gott. Ich werde von alter Digga rausgeschmissen. Ja. Solari besiege ich echt? Ja. Ich dachte, der wäre besser. Und dann verliere ich gegen alter Digga. Naja. Das musst du nach eurem Match die? Sagen. NRW-Mann ganz einfach. Easy. Also ich bin flutscht. Weltbild verliert da. Oh, dein Fusi vom Bild aus. Also ich finde ja ganz ehrlich, ich soll schon vierter Seed sein. Du bist schon wieder. Okay, wir können nicht verhindern, dass Berliner gegeneinander spielen die ganze Zeit. Naja, kommt darauf an, wie die im Pool spielen. Ja gut, aber das wird so. Nee, das sind einfach viel zu viele Berliner dabei. Geh mal Nusas. Ja echt mal, wir sollten eigentlich einfach alle nicht hinkommen. Ich lande das muss einfach hier in Berlin stattfinden. Und besiege Winnow. Ey, oh mein Gott, gegen Winnow, den habe ich heute auf einen Rank getroffen und wir meinen so, hey, let's go. Nice. Dann verliere ich da schon wieder gegen meinen ersten Seed im Pool, was soll das denn? Irgendwann. Ist das bei allen so oder? Scary. Die Pools sind draußen. Okay. Wie weit sieht das so aus, weil die so riesig jetzt sind? Wir haben nur noch 8 Pools jetzt. Aber dafür mit jeweils 8 Leuten. Aber Double Elimination oder wie? Nee, Round Robin. Pool halt. Große Pools. Oder große Pools. Ja. Achterpools. Wer exakt was für Schatzkola? Ich bin so hochgesiedelt. Du darfst nichts sagen. Ja, er ist 6er Seed in der Pool. Ja, das ist so weird. Ja, fix ihn. Ich bin 5er Seed, das ist Bullshit. Kann man Belt machen, ne? Belt ist krass. Was ist? Belt ist krass, oder? Ja, Belt ist ein Belt. Also Belt muss gegen Jan. Ja, wer bellt, der beißt nicht. Bellt ist schon ganz gut. Ich glaube, der könnte auch richtig schwierig werden. Aber ich glaube, du kannst die ballern. Konzi, die Frage. Lelfruzi gegen alter Digger. Ich sehe alter Digger. Der ist auch höher gesehen. Der hat überhaupt das Feeling gemacht. Ich glaube, er ist wahrscheinlich ein bisschen Puffspann. Wer hat eigentlich das Feeling gemacht? Snedrick, oder? Ha? Ich glaube, King. Ich glaube nicht, dass Snedrick sich so gut auskennt. Okay, Jan, du wurdest hier noch vor 5 Minuten gefragt, wie du nächste Woche Konsti besiegen willst. Das ist jetzt das Postgame Second Place Interview. Money Mickey ist kurz gebucht. Der kommt da davor. Wie ich nächste Woche Konsti besiegen will, indem ich besser spiele. Easy. Auch was sagt mir ab, erstmal Uphills? Okay. So oft wie er mit. Würde? Ja, so oft wie er mit Stomp okay. Über mich geflogen ist.
Ja, also kannst du ihn halt eigentlich immer von Update und Up-Air resten. Ne? Ja, immer. Also bei 0% nicht. Bei 0% nicht, ne, aber beziehungsweise wenn du so Up-Landing, Up-Air, Instant Rest machst, trifft es auch manchmal, aber. Oh, oder wenn der. Wenn der Boden ist, nicht, also wenn es in eine Attack-Situation kommt. Ja. Von der vorne Rampe, das Richtige ist. Und dann von der Rampe. An 0% ist man ja eh nicht so. Nee, nicht mal Tech-Situation. Einfach wenn du so in einen rein abwehrst und sofort machst und die nicht schnell genug reagieren. Ich glaube, man kann stehen, aber vielleicht, manchmal ist es auch true, glaube ich. Wenn sie gerade springen, ist es, glaube ich, true. True. Das sind so die Sachen, die ich kenne mit Puff, ne? Weißt du, die richtig billigen Rests. Wollen wir noch ein bisschen ans Stream?
Nee, wir machen die Fahrt, wenn wir uns wirklich warten. Ja, ich meine, ich kenne, okay, von meinem Punkt ist es nichts, aber ich kenne es. Ich muss gucken.
Yeah.
Bei Homebrew oder so halt Update oder irgendwie sowas. Okay. Oder andere Apps und so. Es gibt auch zum Beispiel sowas wie, was ich gerade benutzt habe, um Memory Card mit Dateien zu speichern und so. Mhm. Nee, hab auch noch nicht, nur wenn ihr fertig seid. Wii, Konsole und CRT. Aber CRT kannst du hier oben lassen. CRT hier. Ja, weil wir das noch unten aufräumen müssen. Weil, guck mal, hier sind halt mehr andere Dateien auch. Und die sind wichtig? Ja. Unten bei dem, hinter dem, hier. Wäre cool, wenn es hier oben wäre. Nee, nur für, weil jetzt alle abfahren. Ja, aber das ist halt ein bisschen, das ist scheiße.
die ganzen Kunden sind, die werden alle rettet müssen. Ah. Trainiert, ja. 600 Stunden. Was hat schon noch wieder Zeit? Die kennst du nicht, das Comedy-Video? Achso, okay. Sieht zwar gut aus. Ja, das kommt so. Ich bin ein Typ, der früher mal Mini-Videos gemacht hat. Das ist gepaint. Wo kommt die Linksfarbe? Thank you.
ja, ich hätte darauf reagieren können, geschafft. Dann hätte ich irgendwie alle Werte zählen können. Alex? Die SD-Karte, die ist noch formatierter als die Raspberry Pi Boot. Achso, kann gelöscht werden. Extra gerade kann gelöscht werden. Okay. Für morgen. Schöne Tierlist haben wir heute erstellt. Schöne Tierlist haben wir heute erstellt. Stimmt. Tierlist Thursday. Wieder da. Tierlist Thursday. Wieder am Start. Aber Dennis hat diese Woche seinen Tierlist nicht veröffentlicht. Was ist hier passiert? Für dieses zwei? Nein. Doch was 1, 2, 3. Nee, ich glaube, das ist einer von den späteren gewesen, oder? Oh, haben wir den nicht reingemacht oder wie? Das ist die Hä? Ich glaube, ich habe immer Berlin dahin geschrieben, bevor ich sie markiert habe, richtig? Das war halt orange. Das war der Philips. Achso, das war der Müll. Ich habe ihn aussortiert. Ja. Dann mach ich mal weg. Da sind ja 12. 1, 2, 3, 4, 12, ja. Da sind zwei Zeilen, die du wegmachen kannst. Du kannst wahrscheinlich gar nichts machen. Ja, doch, ich kann es machen. Echt? Ja. Diese zwei Zeilen, 7 und 9 oder so, da steht einfach nichts drin. Bist du das? Zeile 7? Ja. Bist du da? Achso. Das ist natürlich auch eine Sache, die du machen kannst. Ja. Okay. Geil. Einfach Punky schreiben. Okay. Ich würde mal sagen, um halb schon mal abbauen. Ach, ich muss noch. Na ja. Heute ordentlich durchs Bett und sind alle fit. Aber geil, dass ich auch den Paul spielen muss. In meinem Seat. Den Paul? Ja. Also nicht den Paul, sondern den anderen. Den Paul oder King Paul?
JCM Paul. Also gegen der Paul. Der Paul. Ja. Und gegen Marley. Gegen Marley? Und Parsec. Marley? Nee, Marley. Marley. Marley, Parsec, Mädel, Zuppe. Kurz nochmal geändert? Trappe. Ah, nee. Hä? Black Rose hast du auch. Okay. Hm. Ja, das haben sich kurz nochmal geändert, oder? Kann sein. Na, ich warte einfach. Ich glaube, ich warte einfach, bis der schreibt, dass es fertig ist. Yeah.
Ja, echt.